Neben mir steht, Ihnen bekannt, auch aus der Veranstaltung bekannt, der Oberbürgermeister der Stadtverwaltung Bautzen, Herr Alexander Ahrens. Herr Ahrens, Neuland für Sie heute Abend hier, das Fischbowl-Prinzip in der Kirche stattfinden zu lassen mit 900 Gästen oder, alter Hase, ich kenne alles schon, auch für mich war es nicht neu. Also das Format selber, Fischbowl, ist mir natürlich nicht neu. Ja. Die Größe der Veranstaltung hatten wir schon ähnliche Veranstaltungen, allerdings nicht mit so einem Andrang. Weil es waren ja nicht nur 900 Leute in der Kirche, es waren auch 400 ungefähr, die nicht reingekommen sind, was ich schade finde. Aber was mir klar macht, ist das, was wir von vornherein vorhatten, nämlich das Format zu wiederholen und auch eine Fortsetzung oder mehrere Fortsetzungen zu diesem Thema zu machen, wie wir miteinander umgehen wollen und wie wir miteinander leben wollen in Bautzen, das fortzusetzen. Das Interesse war riesig. Wir hatten in der ersten Hälfte der Veranstaltung eine Situation, wo man das Gefühl hatte, jetzt kann es ins Unschöne kippen. Aber auch dieses Fishbowl-Format hat dafür gesorgt, dass die Bürgerschaft selber, also die Bürgerinnen und Bürger selber, den Gesprächsfaden so aufgenommen haben, dass es eben nicht gekippt ist. Und es hat eben auch dazu geführt, dass eigenes Fehlverhalten dann auch mal thematisiert wurde von verschiedenen Gesprächsteilnehmern. Und das, denke ich, ist ein verheißungsvoller Auftakt. Wir üben ja quasi noch, was das Thema angeht, wie wollen wir miteinander reden, wie wollen wir miteinander leben. Aber das stimmt mich doch sehr hoffnungsfroh, dass wir in Zukunft dann den Gesprächsfaden noch deutlicher aufnehmen können, noch stringenter führen können und dass wir da tatsächlich auch zu anderen Lösungen kommen und somit auch zu einem deutlich positiveren Außenbild der Stadt Bautzen. Absolut. Jetzt sind Sie in den Medien recht gefragt. Sie sind auch im Vorfeld schon gefragt worden an die Erwartungen der Veranstaltung. Ich kenne Sie aus dem Fischbowl-Prinzip bei der Politik im Hof in Seidau, wo Sie gewesen sind. Oftmals hat man das Problem, dass man das Gefühl hat, Menschen interessieren sich gar nicht für Politik und gehen gar nicht erst hin. Man organisiert mal große Veranstaltungen und der Andrang ist nicht so groß. Hier war eher das Gegenteil der Fall. 900 Menschen in der Kirche, 400 draußen. War es dem Prinzip geschuldet, miteinander reden, oder war es auch den Protagonisten geschuldet, die heute mitunter auch eingeladen haben, Annalena Schmidt und Jörg Drews? Das war natürlich insbesondere den Protagonisten geschuldet, weil sie ja doch polarisieren, wobei dieses Polarisieren hauptsächlich über die sozialen Medien stattfindet. Absolut. Das hat ja auch der Austausch heute gesagt. Auch Frau Schmidt hat ja ihre Position relativiert und hat gesagt, dass sie über einige ihrer Äußerungen von früher mittlerweile auch unglücklich ist. Das kann ich nur unterstreichen. Ich fand das auch unglücklich. Ich habe in der Vergangenheit beide kritisiert, aber ich nehme sie an verschiedenen Punkten auch beide in Schutz. Und es war mir wichtig, das heute auch mal klar zu machen, dass ich mich nicht blind auf eine Seite schlage, sondern wirklich versuche, nach dem Sachstand auch meine persönlichen Einschätzungen zu liefern. Und was mich wirklich gefreut hat, war dieser riesengroße Andrang. Man konnte deutlich merken, dass es vielen Leuten auf der Seele brennt, dass dieses Außenbild der Stadt Bautzen eben so negativ ist. Was die Veranstaltung aber auch sehr schön gezeigt hat, ist, dass natürlich nicht Frau Schmidt alleine für dieses Außenbild verantwortlich ist. Sie ist halt nur so ein Kristallisationspunkt. Und ich habe ja auch klar gesagt, und das hat sie ja auch bestätigt, dass ich sie verschiedentlich auch in Vier-Augen-Gesprächen deutlich kritisiert habe für ihr Vorgehen. Und wenn das insgesamt dazu führt, dass wir auch vorsichtiger mit uns und unserer Stadt umgehen, dann haben wir schon viel gewonnen. Es gibt einen Wunsch aus der Bevölkerung. Wir hatten angeboten, die Veranstaltung im Livestream zu senden. Wäre technisch möglich geworden, ist es uns von der stattlichen Seite aus untersagt worden. Wir halten uns natürlich an Absprachen, wenn es nicht erwünscht ist. Aber es gibt viele Menschen, die könnten so eine Veranstaltung gar nicht besuchen. Sie sind körperlich eingeschränkt, sie sind durchs Wetter gar nicht in der Lage gewesen, hierher zu kommen. Ich denke gerade an die Älteren oder Menschen mit Beeinträchtigung. Wäre es nicht ein Service mehr zu sagen, wenn es diese Möglichkeiten gibt, Regionalsender können die technologischen Voraussetzungen erfüllen, dass solche Möglichkeiten auch genutzt werden? Also mein Kenntnisstand vor der Veranstaltung war, dass es einen Livestream geben wird. Ich habe es, als ich hier hingegangen bin, sogar noch meiner Frau gesagt. Ja, wir haben ihn oben stehen und es wurde gesagt, dass von städtischer Seite aus es nicht erwünscht ist, dass dieser stattfindet. Das ist echt ein bedauerliches Missverständnis, möchte ich mal sagen, weil das kann höchstens daran liegen, dass einer der Diskussionsteilnehmer das nicht wollte. Okay. Weil unsere letzte Absprache vor der Veranstaltung war, dass es einen Livestream geben wird und dass wir ihn sowieso nach meinem Verständnis presserechtlich auch gar nicht untersagen können. Unabhängig davon, dass ich ihn nicht untersagen wollte. Ja. Wir hatten uns nur darauf verständigt, dass wir nicht wollen, dass der Livestream quasi direkt am Tisch steht, um hier Nahaufnahmen von den Diskutanten zu machen. Aber insgesamt bin ich wirklich... Gut.
Ich sehe es nicht als Missverständnis, ich höre heraus, es ist nicht nur möglich. Wir haben uns einfach den Konsens mal gesucht, wenn es nicht gewünscht war, sagst du gesagt, lassen Sie uns drüber reden, sachlich, auch zurück zur Diskussionsgrundlage. Wenn Sie sagen, Sie besprechen das nochmal im Stadtmarketing, in der Pressespelle. Das werden wir definitiv nochmal besprechen, weil, wie gesagt, ich bin bis eben davon ausgegangen, dass es einen Livestream gab. Nein. Und das bedauere ich wirklich, weil das Format hätte einen Livestream verdient gehabt. Und also meine Ansage war es garantiert nicht, dass es keinen Livestream gibt. Okay. Das müssen wir aufarbeiten, warum das abgesagt worden ist. Nehmen wir so zur Kenntnis und wir wünschen noch einen angenehmen Abend. Danke, gleichfalls. Alles Gute. Danke.